Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JG Performance GmbH. Es geht los. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie machen wir dieses Video denn? Denn es ist ein Teil gekommen. Also GT3 RS. Einfachphase vorbei. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber die Einfachphase habe ich auch mal eben so in ein paar Tagen, auch mal eben 1.500 oder 1.600 Kilometer auf den Bock drauf geballert. Hätte ich an einem Tag runtergebollert an deiner Stelle. Krasses Auto. Und jetzt muss ich was sagen. Ich habe so viele Gedanken im Kopf. Lass erst wiegen. Nee, lass erst fahren, wegen Wetter. Ja, gut. Auf jeden Fall. Und wir müssen Zeiten gucken. Ja. Wir müssen alles gucken. Aber ich sag jetzt was wirklich krasses. Ich wollte ja immer einen GT2 RS haben, ne? Und der ist auch geiler und schneller und alles ist krass. Aber von der Emotion, und ich sag's euch, Leute, und das glaubt mir wieder keiner von euch Saftkühe, ab die Einfachphase habe ich nicht einmal Vollgas gegeben. Krass. Respekt. Ich habe es wirklich geschafft. Lest es aus, das Auto. Ich habe es wirklich geschafft. 1.500 Kilometer. Schnatti, was machst du da oben im Fenster auf? Bist du am Lauschen oder was? Ja, gar nichts. Hallo. Hallo. Ich will mal rausschauen. Was ist hier los so denn? Was ist hier los hier? Hier, schöner Porsche, ne? Ja. Geiles Gerät, ne? Sieht gut aus. Er lacht mich sogar an von hier oben. Die lachen dich irgendwie alle an, die Autos, ne? Weil du nämlich Schnatti bist. Ja, sicher. So, tschüss, geht's, ne? Wiedersehen. Ja. Ja, soviel zu dem Thema, so ne? So läuft das hier. So läuft das hier also. Zurück zum Thema. GT3 RS. Und das rede ich mir jetzt nicht schön, weil ich keinen bekommen habe, sondern der GT3 RS, dann habe ich das erste Mal Gas gegeben. Ich hätte mir so gewünscht. Erstmal müssen wir was reinschneiden. Seht ihr, wie ich mich gefreut habe, wo wir bei 911 Kilometern vorbei sind? Ich habe angehalten, habe ein Foto gemacht, habe ein Video gemacht, habe mich selbst gefeiert, war richtig emotional bei 911 Kilometern und bin dann weitergefahren. Dann habe ich Gas gegeben bei 1500 Kilometern und habe den ausgedreht bis Ende Drehzahlband. Ne? Mhm. Scheiß die Wand an. Ist das krass? Ja, das ich. Ist nicht schnell. Aber ist es nicht. Fühlt sich halt krass an, ne? Aber das fühlt sich an, Manu. Wenn du Gas gibst, wenn du fährst 1.000 Kilometer bis 4.000 Drehungen. Um Drosselklappenstellung maximal so 15%. Ich habe wirklich nur über das Gas drüber gehaucht. Und dann gibst du Vollgas und das Ding brüllt dich an, ne? Da weißt du nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ist echt krass. Und dann denkst du, der GT2S macht das nämlich nicht. Der hat, weil er halt Ladedruck hat und der pumpt das dann da so weg. Hier ist wirklich Drehmoment, du bist auf der Suche nach Drehmoment in diesem Auto. Weißt du, wo der viel Drehmoment hat? Untenrum. Ja. Durch die Vernockenwärmeverstellung. Obenrum ist echt müde. Aber ist auch egal. Obwohl vom Drehmomentverlauf, ich glaube, der hat schon so bis 8000, hat er schon Saft im Schuh. Die letzten 1000 sind so viel Kosmetik. Ja, aber die sind auch echt laut und echt geil. So, jetzt hat dieses Auto, was ich jetzt das erste Mal testen will, weil ich hier in der Zeit arbeiten war, das Auto hat eine Klappenabgasanlage. Ich habe aber noch nie rausgefunden, wann der Klangunterschied da ist. Ich glaube, da ist nämlich gar kein Klangunterschied, weil das Auto hat nämlich ein OPF. Oh. Nicht so geil. Pass auf. Ich mach jetzt mal an, ja? Ja. Mach mal an. Herzklappe zu, ja? Ja. Herzklappe auf. Aber innen drin hörst du es nicht? Innen drin hörst du es nicht, ne? Aber draußen hörst du es nicht. Mach mal auf zu. Hörst du nicht? Weil die Ansaugbrücke so einen voluminösen Sound macht. Aber geil, ne? Ja. Oh, hallo. Erst fahren, komm. So, wir sind ja zusammen gefahren. Wir können ja mal die Aufnahme mal reinmachen. Quer geht. Das Allerbeste an diesem Automobil ist, es ist 100% serienmäßig. Und es ist im serienmäßigen Zustand. Ich wurde vom Polizisten schon angeguckt, ne? Nach dem Motto: Spoiler! Laut, tief, das geht in meiner Stadt so nicht. Das muss ich erstmal kontrollieren, ob hier nicht Lebensgefahr besteht.
lach nicht so. Ich meine das ja, ernst. Ja, klar. Könnte ja sein. Ja. Aufgrund von zu tiefen Autos. Ja. Oder auch zu laute Autos. Also. Oh, Katrin ist sogar noch warm. Ich war gerade beim Onkel Doktor. Mal wieder. Der Arzt sagt, ich arbeite zu viel. Die Ach Ärztin. Nee. Sagt nur. Ja. Ich muss massiv was an meinem Leben ändern. Mal gucken. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Über Agilität werden wir noch auf der Lassisee ohne Ende reden. Das ist Bestandsaufnahme. Somit wollen wir so die Eckpunkte des Autos wissen. Erstmal wollen wir wissen, wenn Moro die Kamera runter macht, machen wir runter die Kamera so ein bisschen. Wie ist Moros Gesichtsausdruck, wenn das passiert? Ja? Ja. So. Das ist geil. Mega. Sound. Ist das krass? Emotionen. Ja, krass. Emotionen hat der GT2. Der GT2 würde dich umhauen aufgrund des Drucks, ne? Aber das hier, so das hier, hör mal, nur hin. Das Schaltgeräusch ist was. Oh. Mich haut das so um, Leute, wirklich. Das ist echt krass. Ist echt krasser Shit, echt krasser Shit. Ich habe keine Idee, was da läuft. Ach, das ist geil. Aber da braucht eine krasse Bodenwelle. Und Bodenwellen mögen Autos nicht. Immer noch mal. Was der wiegt, der Wagen, dann können wir auch ein bisschen im Vergleich setzen, was ist. Wir haben hier 520 PS, 8 Sekunden 100, 200, ein Saugmotor, Doppelkupplungsgetriebe, echter Rennwagen, Tank ist halb voll. Aber der wird schon was wiegen, so. Ich sehr stark von außen, was wiegen wird. Ah, so geht's. Nee, das ist krass. 1,5 Sekunden. Da hat aber gar nichts gerutscht. Also, ja, wirklich? Also das war wirklich eine also war ein Raketenstart war das. Und da sage ich auch wieder alleine 3,3. Ja. Aber in 3,5 Sekunden auf 100 sind wir gerade mal eingeschossen. Ne? Krass. Boah. 3,4 Sekunden. Aber das bockt sich schon echt hart, ne? Ich hatte immer so ein bisschen so, kennst du das, so diesen ungeliebten Sohn? Ich wollte ja eigentlich GT2 RS haben. Jetzt nehme ich GT3 RS. Voll doof. Ich weiß, das ist Jammern auf nicht hohem Niveau, das ist Jammern auf einem peinlichen Niveau. Weiß ich. Aber jetzt denke ich mir, eigentlich war es die richtige Entscheidung. Ja. Ja, irgendwie schon. Wir werden in diesem Video auch die einzige Tuning-Maßnahme machen. In diesem Video. Und diese Tuning-Maßnahme ist der Grund, warum ich das verdammte Auto auch gekauft habe. Und ich werde vor Glücklichkeit quieken. So krass geil. Also für mich, für meinen Geschmack. Nee, noch eine weitere Modifikation. Aber es ist eine Farbmodifikation. Das erste ist auch eine Farbmodifikation. Alle Sachen, die hier dran gemacht werden, sind nicht eintragungspflichtig. Obwohl ich mir manchmal in Deutschland nicht sicher bin, ob sogar ein Türpin nicht eingetragen werden muss. Ehrlich. So. Wir beschleunigen was, oder? Wir fahren jetzt hier so 60. Hey, geht alle ja linke Spur. Ich bin hier Rennbahn, ne? So, wir fahren 70. Müssen wir noch wiegen. Da bin ich sehr gespannt. Und dann kommt meine Tuning-Maßnahme. Okay.
Oh, das ist nicht viel. Krass. Oh, das ist krass. Also Vorderachse, links, 278 Kilogramm. 272 Kilogramm. Vorderachse sind somit nur 550 Kilo bei so einem Auto. Hui! Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Oh, geil. Also, 468. Boah. 456. Boah. Und? 1474 Kilo. Das ist geil. Ein Viertel Tank. Das ist echt geil. Das ist echt krass. 1474 Kilogramm wiegt der Klotz. Guck mal, was ein Riesenauto das ist. Guck mal, wenn jetzt. Was hat Nelma da oben, der M3? Weiß ich nicht, war ich nicht dabei. Schwerer. Der war, glaube ich, schwerer. Der war schwerer. Wenn du jetzt so drauf guckst, du siehst das da, was ja wirklich süß ist im Vergleich zu das da. Keine Keramikbremse. Jetzt guckst du, ne? Was kann das denn sein? Ach so, ja, das wusste ich ja. Anscheinend nicht. Doch, aber das ist doch eine kleine, edle Tuningmaßnahme. Das ist schon ein größeres Ding, finde ich. Digga, damit schieße ich den Vogel ab. Weiß ich nicht genau, wie das geht, aber finden wir raus. Kannst du einfach austauschen? Ja. Ich dachte, das muss man neu beziehen lassen. Nee, ich habe das ja so bestellt, komplett mit Sitzpolster. Krass, sieht nach Klettverschluss aus einfach nur. Das war einfach. Geil. Und hier vorne. Okay, reichen Sie mir einen Satz? Ja, aber natürlich nicht mehr. Ich kann es echt, das ist wirklich der Grund, warum ich Auto kaufe. Digga! Digga! Scheiße, nein, doch! Scheiße, nein! Das sieht toll aus. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Und für den Fahrer ist es auch. Scheiße! Beide Sitze, ey, hat sich ja mal richtig gegönnt. Ja. Fühlt es sich weicher an als das Originalteil, oder? Genau gleich. Genau gleich. Für den Preis, wie teuer das war, ne, sollte es auch. Gott, Mann. Doch, ist härter. Ja? Ja. Aber finde ich sehr gut. Warte, ich komm rein. Ja doch, das ist härter, ne? Geil. Also ich find geil ist das falsche Wort. Es ist ultra geil. Ja, doch schon. Ja. Das ist echt ultra geil. Scheiße ist das geil. Sag mal, was zu den Sitzen. Du hast doch gar nicht gesehen, ne? Nee. Jetzt pass auf. Boah. Das ist sehr, sehr gut.
Obergeil. Ohne Scheiß. Obergeil, ne? Das ist viel, viel krass. Das, wenn das Serie so, boah, krass. Ich komme auch nicht klar. Das ist wirklich krass. Krass. Und ich verrate euch jetzt einfach, was wir machen sollen, weil es ist ja auch wieder ein Auto, da kann man projektmäßig ja gar nicht viel machen und dann rumschrauben. Was wir noch machen ist, die Bremssättel werden British Racing Green. Und dann muss ich noch überlegen, ob der Porsche-Schriftzug rot oder weiß draufkommt auf die grünen Bremssättel. Weiß. Ja, wahrscheinlich weiß, würde ich auch sagen. Und dann ist das die absolute sexuelle oder Vollendung. Hellgrün, so wie in den Sitzen dieses. Ja, auf dem Sattel, ne? Ja. Was hast du gesagt? Du findest es nicht gut, ne? Sind jetzt auch mitgedient, ne? Nein! Sieht gut aus! Sieht gut aus! Sieht noch aus wie ein GT3S. Wir haben alle keine Ahnung.